Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Tag 3 meiner Cupcake-Deko Special Week ist heute angelangt und in dieser Special Week zeige ich euch jeden Tag ein kurzes Video, wie ihr eure Cupcakes ganz einfach dekorieren könnt. Das Thema diese Woche ist eigentlich speziell auf Kindergeburtstage, Kinderpartys gerichtet, aber natürlich auch für uns Erwachsene immer wieder ein toller Hingucker, wenn man sowas serviert bekommt. Heute habe ich ein paar Kindergesichter für euch, ein Jungengesicht und ein Mädchengesicht, je nachdem. Ich zeige euch beides, was ihr natürlich zubereiten möchtet. Und ich empfehle euch auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, denn da gibt es noch mal etwas Info. Wir brauchen einen Muffin, etwas Buttercreme, es eignet sich aber auch hier sehr gut eine Nuss-Nougat-Creme. Dann brauchen wir ein paar Prägewerkzeuge für Mund und Augen, sowie Fondant in Hautfarben und verschiedene Farben, je nachdem welche Haarfarbe eure Kinder haben sollen. Fading, but the hunger is here to stay until the day when there's no memory of what we used to be. Golden sunrise, burn your eyes. Sun engulfs the sky, the brightness overwhelming to the unadjusted eye. We're taught to follow blindly like there's nothing here to see. A slave to some philosophy will somehow make you free, and you will be so gladly handcuffed and lightened from. Virtue, the question is a sin. Is there no remedy for the state that we are in? With knowledge on a leash, it's like a terminal disease, and we won't be awake to see that we are fake. Golden sunrise, burn your virtue. The question is a sin. Is there no remedy for the state that we are in? With knowledge on a leash, it's like a terminal disease, and we won't be awake to see that we are fake out. Golden sunrise, burn
Kindergesichte haben euch gefallen und ihr macht es auch mal nach. Ihr könnt mir gerne ein Foto entweder auf meiner Facebook-Pinnwand posten oder mit dem Hashtag Nicoles Zuckerwerk bei Instagram hinterlassen. Ich habe für meine Special Week Zitronen-Cupcakes gebacken und eine Meringen-Buttercreme zubereitet. Die Rezepte, die findet ihr alle auf meinem Blog und den verlinke ich euch in die Infobox. Die Infobox, die findet ihr hier unten und da könnt ihr nämlich alles nochmal nachlesen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut! Tschüss!